Praxis spielt Sunless Skies. So, ich hatte mir überlegt, dieser Tage, oder gerade eben, habe ich mir auch nochmal angeschaut, wen wir nehmen als Officer. Und ich habe mich für die Princess entschieden, die wir hier in New Winchester bekommen. The Repentant Devil, da ist es nicht das Problem, es ist einfach so, er hat Wales als sein... hat hier Wales als sein, was er steigert. Wir sind Wales sehr schlecht, ich weiß. Hat zwei Iron, glaube ich, noch, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und das ist ein bisschen, bringt mir eigentlich nichts. Möchte ich eigentlich nicht. Ich hätte die Wales, diese Verschleierungskill of Deceiving and Awaiting. Ich hätte diesen, ich hätte dies einfach ganz ausgelassen. Ich schaue jetzt gerade nochmal was nach, was Ding heißt. Diese Lingue. Das ist Verschleierung und Deceiving und Evading. Gerade nochmal gucken. Deceiving. Trügtäuschen. Und Evading. Ausweichen. Ja, das ist einfach wie so ein Dingskill. Wie so ein Schuldenskill, so eine Art. Und dann, das lasse ich eigentlich aus. Da komme ich ja jetzt auch nicht mehr hoch. Ja, und uns gibt die Princess in unseren Mirrors. Investigating und Deducing gibt sie uns sehr kräftig. Und sie gibt uns in Hard 2. Recruit the Incognito Princess. Perched atop a mountain of Black Age is a radiant young woman. She's an officer dressed in what an actor would wear in a fantastical romance. A tiara rests on her brow. A steady stream of commoners comes to pay homage, bowing and curtsying enthusiastically. Starling Sorlin dense warms above her. Refugees from London and common sight, although not in such numbers. She ignores everything and hands you papers so pristine that they can only be forged. Was kostet sie? 100. Offer her a berth on your locomotive. She would certainly make an interesting addition to your crew. This will get you a first officer who will increase your mirrors by 6, your hearts by 2 and your affiliation Bohem by 1. Der hat ein Kostüm an, könnte man sagen, und ein schönes Krönchen. Nein, das ist ja keine Krone, wie eine Tiara, das ist dieses Diadem, genau, ein Diadem auf, wie aus einem romantischen, wie aus einer romantischen, einer fantastischen Romanze. Und jetzt, wir werden sie einfach mal, ich werde auch wie immer nicht alles übersetzen. Meine Übersetzungskünste habe ich jetzt oft genug bewiesen, auch gerade eben noch anderweitig. Man sollte so viel Englisch verstehen, wenn man sich so ein Video anschaut, dass man da auch so mitkommt. Welcome aboard, Your Majesty. I am a humble first officer looking for. What's the word? When commoners do things for coin, she asks. Work, that's it. She beams at you, delighted, as innocent as a Gatling gun. Mm-hmm. Sie schaut mich aus Augen an, die aus dem Feuer kommt, diese. Als würde sie auf mich schießen. Jo. As she steps aboard, a commoner call me takes a spoon from his pocket and scoops out his eyes. After such radiance, all else is tawdry, he says. Between screams, it seems she has already forgotten about her signing on money. Eigentlich möchte sie wahrscheinlich höchstens hier weg, das wird man auch noch später ein bisschen erfahren. Dann möchte sie eher hier weg und das Geld an sich ist ja egal. Das Geld an sich ist ja egal. Es geht eigentlich, ja, ums Wegkommen. Und sie fragt auch, wie man das Ganze nennt, was wir hier machen, arbeiten. Onwards! Auf geht's. Damit haben wir einen First Officer. Dann müssen sie, glaube ich, noch einsetzen.
Oh, wir müssen beide einsetzen. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Bisschen Fehler. Naja. Wir haben jetzt +6, +6. Wir haben jetzt ziemlich increased alles. Damit kommen wir jetzt wirklich gut durch. Haben aber 100 weniger wieder. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Investigated Black Box wollen wir eigentlich nicht. Ich möchte die eigentlich abliefern. Mein Ziel ist es, sie wirklich abzuliefern in diesem London. Crew haben wir keine verloren unterwegs. Die Frage ist, an opportunity, the fast Aegis Inspector. Excuse me, Captain, a woman. Excuse me, Captain, a woman pushes through the crowd towards you. She is short and square-shouldered in a neat black suit and polished shoes. She knows you, this case of her pocket watch. It is embossed with the crown and hourglass of London's horological office. The body responsible for ensuing time is consistent across the empire. I'm hoping to book passage to Port Prosper, she says, slipping the watch away. Ist eine Aufgabe. Wir sollen sie transportieren und sie fragt uns, ob wir sie mit ihren kleinen Schultern im netten schwarzen Suit, auch so eine Art Kostüm und polierten Schüchen, fragt sie, ob wir sie transportieren können. Oder ja, sie zeigt auf ihre Uhr, auf ihre Taschenuhr, Pocket Watch. Ja, also, welche von dem Crown and Hourglass of London's Horological Office. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Horological ist, aber es ist so eine Art, auch wieder so eine Art Gemeinschaftsgildenbüro. Eine, wie nennt man diese Büros? Es sind keine Magiere. Magiere hat es hier ja nicht. Es ist eher so eine Geheimgesellschaft, genau. So die Horological, das London's Horological Office, die Geheimgesellschaft in London und so. Und sie hofft jetzt, eine Passage nach Port Prosper buchen zu können. Offer her passage. Pay sounds promising. A new passenger, thank you. The locomotive I was on broke down following a boiler rupture. The chief engineer thought, I suspect, a gentleman founder of Brandy Den of Diligence. Here, an initial sum to seal your bargain. Prosper lies to east of New Winchester. Port Prosper, wissen wir, wo es ist. 50 Euro Anzahlung und sie kam an Bord. Jetzt ist die Frage, fahren wir wirklich zu Port Prosper zurück und liefern die erst ab? Wann dann wieder hierher? Quasi um ein bisschen so die Quests. Ach so, nein, ich suche Port Prosper. Port Prosper waren wir noch gar nicht. Wir waren in Port Avon. Oh, das sind die anderen Wäldchen, okay. Das habe ich auch noch nie geklickt. Albion, The Blue Kingdom, Eleutheria und hier dann The Reach. Die Frage, diese Ausrufezeichen, was sind denn die? Die hier plötzlich aufgetaucht sind. Ah, auch erstmal für Aufgaben. Und zwar wollen wir Explore the City. Search for the amenable host's identity. The titan of the industry? Those are rare outside of Albion. Albion, das habe ich jetzt ja auch verstanden. Albion ist, wenn wir, hier haben wir noch kein Portal gesehen. Da, wo wir auch reingekommen sind, über diese Portale, in diese anderen Gegenden, ich weiß noch nicht, wie man das nennt. Hier heißt The Reach. Albion ist eins der anderen. Himmelsflasche, Kosmen, was auch immer. Search for the amenable host's identity. The title of industry, those are rare outside of Albion. Ist er ein Titan der Industrie? Die sind selten außerhalb von Albion. The initial search is fruitless. People giggle at the antiquated fashion on display in a daguerreotype, the tilt of the jaw, the unfortunate arrangement of hair, but the proprietor
proprietor of the round table seems to recognize the face. Oh yes, right, Sot, he was. He told the locked up to catch the falling starlight through a window. Wanted to open a factory here a few years back. Something went wrong and there was a workers' revolt not being seen since. Die erste Initial-Suche war fruchtlos. Die People war giggelt, auch von der antiquierten, seltsam geschaut aufgrund der antiquierten Kleidung. Das Typen, auf jeden Fall, am runden Tisch ist einem aufgefallen, ja, er war hier. Und dann war er hier, er war vor ein paar Jahren hier. Er wollte hier eine Fabrik eröffnen. Aber irgendwas lief falsch und die Arbeiter haben revoltiert. Und seither wurde er hier nicht mehr gesehen. You have uncovered nothing definitively unconclusive here. Du hast nichts Definitives hier gefunden. You may return to the Amenable Host or look elsewhere. You have found no conclusive evidence of the Amenable Host identity at New Winchester. Also wir haben nichts Relevantes gefunden und müssen weiter suchen. Continue. Wo ist hier The Promise of Days? A Club. Können wir schon mal reingucken. Ach, das war er hier. Wir haben... You are welcome among the season, Captain. Old pistons gleam on the wall. Shelters are crowded with mementos from across the sky. The clientele raise the voices to be heard above the comforting glamour of the adjacent ancient weeks. Ask them how to make a fortune to trade. Nee, ja, das haben wir ja schon über die ganzen Dinger lernen, über die Prospects, Bargains und das Bargain, das wird uns im Handel, dem Bargain würde ich nochmal schön reingucken, was die Bargains waren. Where can you buy goods cheaply? Wo kannst du Güter, also wo kann man Güter günstig kaufen? Apropos Güter kaufen, wir gehen mal in den Shop. In der Bank brauchen wir nicht, weil wir haben keine Hold, leider. Wir haben dieses Bronze Boot, hätte ich jetzt hier eigentlich schon gut reinsetzen können. Oh, a nice prospect available. A florid landscape piece is planning a modest floral garden in Titania to commemorate the birthday of whatever dead artist. Composer or poet is currently on vogue. She requires wooden seats and a lot of them, 5-6 to be exact. Titania lies to the south-southeast of New Winchester. Das nehmen wir doch gleich mal an. Die wooden seats, 5 Stück, die kriegen wir aber glaube ich nicht hier. Das weiß ich nicht mehr, wo wir die bekamen. Gehen wir mal auf den Bazaar und schauen einfach mal, was wir hier so kriegen. Hopp. Bazaar. Keine Prospekt, Victoria Market, da war's. Buying, gibt hier nichts. Wie viel haben wir? 4, wenn man nicht weiter aufbilden. Leider haben wir kein Geld, nicht genug Geld für eine Vergrößerung. Eigentlich für nichts Relevantes haben wir Geld. Wir könnten nochmal schauen, schön auf die Chart. Jetzt müsste eigentlich New Winchester. Nein, ich habe immer noch ein Ausrufezeichen hier. Welche Quest habe ich denn noch hier? Assumed Identity, der warme, der fast easy, das haben wir searching for the Hesperidian Cider, das ist nicht hier. Das ist eine Frage. Warum wir hier noch ein Ausrufezeichen haben? Achso, nee, ich glaube dieses Ausrufezeichen ist jetzt nur noch, nee, da. Abgeben in der Victory Hall, nicht in der Victory Hall geben wir es nicht ab, sondern bei der Company geben wir unser Ding ab. Unsere Stories oder was das war. Wir müssen nach Port Prosper auf jeden Fall, weil da dann wir die Geschichten kennen zu den Tagetees und so. Halt, das Vorfeld. Hier wollen wir schön rein und schauen. Das requires 5 crates of. Die bekommen wir hier, oder? Aber diese Quest wollte ich ja nicht unbedingt machen, weil es die Windward Company schädigt. Andererseits braucht man natürlich Geld, gell?
Und die andere Frage war, wir wollen, also unsere Quest war, wir wollen nach Bastion Inspector, wir wollen nach Port Prosper. Und das liegt to the east of New Winchester. Also östlich. Gehen wir hier mal raus. Uns reicht mal unser Full. Schauen wir nochmal auf die Karte. Fahren mal hoch. Company House. Ich frage mich halt, was hätte ich hier jetzt noch abgeben können? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist die Gate Box? Wir sind aber eigentlich durch. Selber Box ist eine Curiosity, das wollen wir nicht. Find someone. Ich gehe jetzt ansonsten nicht weiter. Ich frage mich halt, was die noch wollen, warum ich hier noch ein Ausrufezeichen habe. Egal, wir fahren weiter zum Company House. Dann fahren wir in den Osten von dort aus. Nach Port Crossbow. Eine weitere Waffe benötigen wir, so wie es aussieht, ja noch nicht. Durch die Victory Hall. Revolutionäre. Company House. Was man dafür bekommen, ist die Wizard, the Windward Company. Deliver your port reports to the Prudence Secretary. Ja, das machen wir jetzt. It is comfortable room. It is a comfortable room for a modest secretary. Stained glass windows, like crimson slants across the desk. The prudent secretary receives your reports and reads them one by one. A number of questions follow, to which the secretary expects cogent such answers. The Majesty grateful, they say, as you leave. Also sie sind also Frieda, die Person liest unsere Port Reports einzeln durch. Also es waren ja zwei im komfortablen Sekretariat, in ihres komfortablen Sekretariates. Man erkennt nicht, was es ist. Ob es jetzt die oder er ist, eigentlich bei beidem nicht. Nicht im Text, nicht im Ding. Deswegen spreche ich hier in der dritten Person. Und ja, wir haben die zwei. You now have two from the Windboard Company's gratitude. 200 sovereigns we get. You've gained two fortunes. Stovepipe, new totals 27 struggling. You lost two fortunes. Take it easy. Also unser. Wir sind beliebter geworden. Sie haben 200 Sovereigns bekommen und zwei Gratitudes, in denen wir hier auch arbeiten können. Da können wir jetzt, was? Da könnte man jetzt auch die Gratitudes. Nee, ich möchte nicht weiter. Ich möchte Trade Favor for Saloon. Ich möchte keine Saloon. Dude Gossip, Trade Favor for me. Ach so. Doch, hier ist es sinnvoller, diese, also klar, ich brauche jetzt keinen Mini, diese Ministry Stamp Permits sind dafür da, dass wir die Sprungtore in diese anderen Gegenden benutzen können. Also nach Albion zum Beispiel, das wir vorhin auf der Karte hier angeschaut haben. Geht erster und zweiter Klasse und so weiter. Da gibt es auch, ich glaube, ich hatte die Geschichte schon durch, aber da kommen wir später nochmal dazu. Wir können. Das hatten wir schon. Wir wissen ja, wie wir nützlich sind für die Windward Company. Alles andere ist nicht offen. Aber ich behalte die zwei einfach mal. Ich habe ja schon zwei Saloons, Gossips. Zwei Geschichten. Wo man die nochmal sieht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir sind unsere Reputation. Wo man die jetzt nochmal einzieht. Und könnte überhaupt irgendwo rein? Das ist auch eine gute Frage. Wie viel ich für einen
Ich behalte die jedenfalls mal. Geh mal noch nicht weiter. Wir fahren jetzt einfach weiter. Ich habe diese zwei Porsche Reports abgeliefert. Wir machen mal noch nichts. Hab Geld dafür bekommen. So, dann weiß ich denn jetzt wieder, dass es 100 gibt. Wir fahren weiter nach Port Prosper. In den Osten ist es. Also darüber. Und das ist da. Ich schätze mal, da irgendwas sein. Eine bekannte, fahren wir eine bekannte Strecke oder fahren wir? Hier sind wir. Ja, das Ausrufezeichen vielleicht echt, weil ich sie traden kann, aber ich behalte ihn lieber mal. Wir fahren hier oben. Nee, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Kaut bringt uns eigentlich noch nicht wirklich was, gell? Das hatten wir schon mal. Jetzt schießen, verschießen wir uns neue Haut ab und lassen wir kaufen. Ah, hier unten sehen wir jetzt auch unsere eingesetzten Kräfte. Princess. Sind wir jetzt hier? Ich kann aber jetzt hier nach unten bleiben. Barcelona's phony. Wie hört es? Wie hört es an, als wenn der Code tut, mal ob das kein Miner stattgefunden hat? Selbst mal lauter. Ja, das hat sich an. Explore the Cap, Seek Unusual, Gain Sovereign Spot. Ja, Sovereign Spot man so immer, aber wir exploren natürlich. Was heißt natürlich? Zwei Saloons, two Gossips. Hoffentlich schon vier. A stop clock. The fast Aegis Inspector approaches you in the gallery. Captain! Good day, I noticed the ship's clock had stopped. Perhaps you'd permit me to repair it. She has a little case of tools and hopeful expression. Also unser Fast-Inspektor, unsere Prinzessin möchte unsere Uhr reparieren. Mit ein paar Tools und guckt hoffnungsvoll. Permit it. Jojo, mach mal.
an opportunity for conversation. She gives a grateful flicker of a smile and sets to work. Soon, she has back of the clock and has three tiny cogs across the galley table. Obscure horological. Achso, Horror. Ah, das ist nicht unsere Prinzessin, sondern diese Person, die wir hier mitgenommen haben, die wir nach Port Poster bringen müssen. Obscure horological tools gleam crazily among them. Everything has a place. I appreciate the opportunity to keep myself busy. Staring too long at the stars is harmful to the temperament. Sie hat unsere Uhr auf unser Schiff repariert. Oder auf unsere Lokomotive. Wir können es ein bisschen ausfragen jetzt noch. Inquire about her work. What are the duties of an agent of the horological office? Was machen Agenten des horological office? A higher calling, she sniffs. It is of fundamental importance that 10 o'clock on the 2nd of June in one corner of the Empire occurs at the same time as 10 o'clock on the 2nd of June in the opposite corner. How is an empire to function if it can't agree what day it is? Unfortunately, the process is complicated by the fact that time is less reliable than it was. The hour's trade has been so dead. Also, es geht einfach eigentlich darum, um die Zeit richtig zu messen in dem großen Königreich, nicht im Königreich, sie nennt es hier, wie nennt es das? You know, des Empires, ja, doch Königreich, wenn sie in diese verschiedenen Dinger hier. Reach oder Eleteria und so weiter. Und dass überall die Uhren richtig laufen. Ask about the hour's trade. You've heard the Empress awards her favorites with gifts of years to extend their lives. And that you can become rich mining for hours to satisfy London's hunger without them. The tangles of times. Oh, ours have more uses than that. We use them to increase the efficiency of warp worlds, to speed journeys to distant regions, to resolve overcrowding in prisons. It does make my life more difficult when time knots and stretches like wool on the loom. More difficult, but more vital. Die Barrels of Hours, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was mit denen eigentlich funktioniert zum Beispiel. Aber sie benötigen die Stunden zum effizienten Arbeiten in der Welt des Arbeitens. So zum Beispiel um Reisen durch die verschiedenen Regionen des Königreichs zu ermöglichen. Oder sie benötigen sie damit es keine Überfüllung in den Gefängnissen gibt. Sie benötigen für alles Mögliche. Her Majesty says the great trove of them when she assumed the throne of ours, and now even more have been found in the reach. Miners dig them from the ground. She looks momentarily wistful. I hope someday so retire with a modest pension of years myself to prolong the better part of my retirement. Naja, eines Tages möchte ich halt auch mal zurücktreten. Ja, ist egal, ich liebe es jetzt hier nicht alles. Ich lese es vor und denke mir meinen Teil. Ask about the Winchester War. The Reach is torn by discontent between London's loyalists and the more independent settlers. Wir fragen sie jetzt ein bisschen aus über diesen Kampf zwischen der Windward Company und zwischen der Victory Hall. Also denen, die von London unabhängiger werden möchten. Von London, also und den Vertretern von London, wo zum Beispiel auch die Company dazu gehört. There are those who feel that London is a long way away and that they do a better job of governing themselves. The frontiers attract independent spirits, call them tacketies, for the hot nail boots that are so practical out here. Das sind halt jene, die denken, sie könnten
die das Gefühl haben, London ist weit, weit, weit weg und sie könnten sich besser selbst verwalten, Governing, Selbstverwaltung, sie könnten sich über einen besseren Job machen in der Selbstverwaltung. Wir nennen sie Tagetes, the Franchise Tracks, Independent Spirits. Sie haben einfach unterschiedliche Ideologien oder so. Keine Ahnung. We call them Tagetes for the hop maidens that are practical out here. London unsurprisingly disagrees. London ist natürlich nicht erfreut. The Windward Company earnestly represents Her Majesty interests in the region. Sometimes very earnestly indeed, the Tagetes call London's loyalists stovepipes for our debts, I suppose. Also, London ist natürlich nicht erfreut. Die Windward Company ist. Sind ihre Repräsentanten vor Ort, also die Repräsentanten ihrer Majestät vor Ort. Und manchmal sind sie earnestly, earnestly indeed, very earnestly indeed, take as he calls. Manchmal sind sie ja unangenehm. Ich nenne es jetzt einfach mal unangenehm. Ich habe ein komplett falsches Wort, aber manchmal sind sie ja nicht so gut unterwegs oder so. Tagetes calls London Loyalists Stovepipes. Die Tagetes nennen diese Leute Stovepipes. Ich müsste jetzt nach der Übersetzung gucken. Wow, das ist alles, was ich glaube. She was looking at you and you, Captain, where do your sympathy lies? Wo liegen meine Sympathien? Mit London, mit den Tagetes? You feel no loyalty, oder ich fühle keine Loyalität auf irgendeiner Seite. Ich bin jemand, der zum Königreich und zum Empire steht. Miss London. In meiner Historie sowieso. Glad to hear it, she says. Es erfreut sie, das zu hören. Ja, das ist einfach, das passt auch in mein Ding hinein. Mach ich mal.